Greetings, world. We are anonymous. An alle Menschen. Wir hören in so manchen Gesprächen, dass unser Gesprächspartner die Frage stellt, warum sollten uns die Herrschenden den umbringen wollen? Auf diese Frage gehen wir jetzt ein. Man muss sich vorstellen, dass die Menschen sich trotz allem mehren und die Menschheit steht aktuell bei 7,8 Milliarden Erdbewohner. Die Herrschenden sind kaum in der Lage, durch ihr System und ihre Helfershelfer diese Menschenmassen zu kontrollieren und zu steuern. Es geht um kontrollierte Steuerung. Nun stelle man sich mal vor, dass diese Menschenmassen durch blitzschnelle Nachrichten über die wirklichen Herrscher und deren Tätigkeiten informiert würden. Was würde passieren? Die Herrschenden wären in akute Gefahr um ihr Leben. Zweitens. Das Klima wird über Harp und Sprühmittel massiv verändert. Auch dies wird im Auftrag und nach Weisungen der Herrschenden getan. Man kann dadurch das Wetter als Waffe einsetzen. Austrocknen ganzer Länder sind bereits durchgeführt worden. Der Boden wird mit der Zeit mit Aluminium angereichert, das den meisten Pflanzen jedoch überhaupt nicht gut tut. Mit zunehmenden Mengen wirkt Aluminium als Gift auch für die Pflanzen. Jetzt wissen aber schon viele, dass unsere Pflanzenindustrie bereits die Lösung hat, denn sie forschen schon an aluminiumresistente Nutzpflanzen, die sie teuer verkaufen wollen. Drittens. Viele Menschen wissen weiterhin, dass Unmengen von Ärzten in Abhängigkeit der Pharmaindustrie geraten sind, teures Leasing der neuen Geräte, Streichung von Krankenkassenhonorare und andere wirtschaftliche Zwänge bewegen viele Ärzte, das ein oder andere Medikament mehr aufzuschreiben oder die ein oder andere Operation recht schnell freizugeben. Daher unser Rat. Holen Sie sich bei größeren Eingriffen immer mehrere Aussagen, vor allem von Menschen, denen Sie trauen und die keine wirtschaftlichen Interessen haben. Denken Sie bitte daran, der Mensch ist für die Pharmaindustrie ein Geschäftsmodell, nur tote und gesunde Menschen sind uninteressant, denn mit diesen können keine Geschäfte gemacht werden. Viertens. Um die Kontrolle über die Menschenmassen zu behalten, muss die Schafherde, denn so bezeichnen die Herrschenden die Menschenmassen, immer wieder ausgedünnt werden. Dies wurde früher mit Kriegen umgesetzt. Vorab jedoch musste man beide Kriegsparteien mit Waffen und anderer Technik für den Kriegseinsatz ausstatten, denn das ist nun mal im Vorfeld wichtig, damit es auch ordentlich ruhmst. Bei der Aufrüstung haben unsere Herrschenden prima verdient, denn sie haben beide Seiten finanziell unterstützt und erst den großen Krieg möglich gemacht. Dann bedarf es nur eines kleinen Falzfleck oder eines Mordes eines Adeligen und die Kanonen donnern, wie geplant. Während des Krieges kann wieder Geld gemacht werden, durch neue Waffen und so weiter. Aber selbst nach dem Krieg werden wieder Geschäfte gemacht, die für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete und Städte und das auch wieder für beide Seiten. Welch eine klasse Sache. Und glauben Sie bloß nicht, dass einer der Herrschenden in Gefahr ist, wenn der Krieg tobt. Man sitzt listig in der neutralen Schweiz oder im sicheren Bunker und sieht sich das Geschehen in weiter Entfernung an. Fünftens. Nun kommen wir zum geliebten Schuldgeldsystem der Herrschenden. Durch Zins und Zinseszins und durch das Nutzen von Geldscheinen, oder sollte man lieber sagen, Scheingeld satanische Drehung, können die Herrschenden die restlichen Menschen ausrauben, ohne dass die Masse es versteht. Hier in Deutschland haben wir 57% maximale Steuerabgaben zuzüglich einer nochmaligen 19% Umsatzsteuer und selbstverständlich nochmals 300 Produktsteuern, wie Bier, Sekt, Tabak und so weiter. Dadurch beläuft sich die Steuerlast von so manchem Arbeiter tatsächlich auf 60-75%. Trotzdem hat der fleißige Arbeiter es geschafft, sich Urlaub, ein Haus, ein teures Auto und zwei Kinder zu erarbeiten. Leider vieles auf Pumpe, was jetzt in Krisenzeiten den Menschen wieder auf die Füße fällt, denn sie haben keine Rücklagen. Zurück zum Schuldgeldsystem. Dieses Schuldgeldsystem oder besser gesagt alle Papiergeldsysteme haben eine Lebensdauer von rund 60-70 Jahre. Dann hat das System fertig. Wir sehen es jetzt gerade, dass es keine Zinsen mehr gibt und dass die Länder so hoch verschuldet sind, dass es nicht möglich ist, diese Summen wieder zu entschulden. Es sind mehrfache Billionen. Aber jetzt kommt doch wieder unser Fall von oben. Punkt 4. Wir beginnen einen Krieg, in dem wird alles zerstört und die Wirtschaft ist am Boden. Alles ist am Boden, auch das Schuldgeldsystem. Prima, dann wird eine Inflation durchgeführt und das neue Schuldgeldsystem wird unter einem neuen Geldnamen neu aufgezogen. Geplante Lebensdauer? Wieder nur 60-70 Jahre. Alles läuft und wird kontrolliert durchgeführt. Ach ja, alle, die nicht in Sachwerte oder Ländereien ihr Geld gesichert hatten, verlieren ihr Vermögen wieder. Somit sind sie in der Pflicht, wieder feste zu arbeiten, um sich etwas aufzubauen.
Adrenochrom und kannibalistische Aktionen. Nun stellen Sie sich mal vor, die Herrschenden haben Experimente mit der Alterung der Menschen gemacht und festgestellt, sie können viel älter werden, wenn sie bestimmte Stoffe zu sich nehmen. Es darf jedoch niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Darüber hinaus kann man das schön mit der alten Sklavenhaltung kombinieren. Auch das langweilige immer wieder Gleiche sollte den Herrschenden auch nicht passieren, somit werden ihnen immer wieder neue ausgebildete möglichst junge Sexsklaven vorgestellt. Es soll sogar sein, dass sie untereinander die Sklaven als Tauschobjekte nutzen, denn sie haben ja schon unzählbare Massen an Geld und Sachwerten. Nochmals zu den Menschenmassen zurück. Und jetzt kommt da so eine Menschenmasse und vermehrt sich täglich mit rund 300.000 Geburten. Diese Weltbevölkerung kann den Herrschenden gefährlich werden, wie oben beschrieben. Es gibt die Georgia Guidestones. Diese Inschriften der Steinformation sagt uns, was die Herrschenden wollen. Die eine Weltordnung ein Segen für die Herrschenden. Und nun stellen Sie sich weiterhin vor, die Herrschenden würden ihre, eine Weltordnung durchsetzen. Diese Weltordnung, wo alles einheitlich ist, jeder kontrolliert wird, keine Überraschungen auftreten, welche Vereinfachung für die Herrschenden würde das bedeuten? Daher ist es das Ziel, die eine Weltordnung global aufzuspannen und die Menschenrassen zu vermischen, die Menschen zu spalten, die Familie zu zerstören, Sex mit Kindern zu befürworten, die Gender-Kultur und Teufelskultur weiter auszubauen, sodass sie alle und jeden beherrschen und kontrollieren können. Abschließend ist festzustellen, dass die Frage schwer mit einem Satz zu beantworten ist. Sicherlich haben wir auch was vergessen, aber im Grunde ist alles Wichtige aufgeführt, wo sich jeder mal seine Gedanken machen sollte, der noch nicht so tief im Kaninchenbau gegraben hat. Und da wäre die nächste Frage, wer sind die Herrschenden? Gott mit uns. Beste Grüße. Anonymous.